Rap zu und da kickst du. Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, hier steht deine Charité und die ist wütend. Die ist nicht nur wütend, die ist auch im... Lauter. Die ist im Streik! Wunderbar. Wir wenden diese Woche unseren Kampf nach außen, denn wir verweigern sowohl dem Vorstand als auch der dahinterstehenden Politik die Gefolgschaft. Niemals wieder nach diesem Streik. Niemals wieder werdet ihr uns auf den Knien rutschen sehen. Unser Streikheld Steffen Krampitz von der Neurologie am CVK, der sang, der singt und wird singen in seinem Streiklied: Wir brauchen Hilfe von der Politik. Aber wir kommen hier nicht als Bittsteller. Wir kommen hier mit Forderungen. Und die sind bekannt, seit Jahren bekannt und geisterten dank unseres Streiks auch durch alle Medien. Wir fordern Sie hiermit noch einmal nachdrücklich auf. Erweitern Sie die Handlungsspielräume und geben Sie Ihren Marionetten in der Charité Prokura für wirksame Entlastung aller Beschäftigten. Sagen Sie Ihren Verhandlungsführern, die Charité wird sich nicht spalten lassen. Wir sind nicht ITS, IT, Verwaltung, Station, Gesundheitsakademie, Ambulanz. Wir sind eins in unserem Widerstand gegen das, was in der Charité seit Jahren abläuft. Wir sind eins mit unserer kämpfenden Gewerkschaft Verdi. Wir sind eins mit unseren Bündnispartnern aus politischen Initiativen. Wir sind eins und vor allem eins mit den Patientinnen und den Angehörigen und der unglaublichen Welle von Solidarität aus der ganzen verdammten Republik. Herr Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren, wir sind viele, ihr seid wenige, aber wir sind alle potenzielle Patientinnen und Patienten. Dies ist ein Kampf, der alle angeht. Es lebe der 9. Streiktag, es leben die streikenden Kampi der Charité. Und es war ein langer Tag. Und diese Tage, die sind anstrengend. Nichtsdestotrotz ist es eine Anstrengung, die uns fröhlich stimmt, die uns kämpferisch stimmt und nicht die tägliche Drangsal in den beschäftigten Bereichen, in den Büros, auf den Stationen, in den Laboren. Aber die Pflege, vor allem die Pflege, aber alle anderen auch in den Krankenhäusern, liegen am Boden. Und das symbolisieren wir mit einem mächtigen Symbol, legt euch, setzt euch hin. Herr Bürgermeister und Ihre Vorgänger, das haben Sie angerichtet, Sie und Ihre
Kolleginnen und Kollegen ein paar Straßen weiter. Die Krankenhausbeschäftigten sind am Boden. Aber wir wären nicht die Charité und nicht im Streik, wenn wir nicht etwas entgegenzusetzen hatten. Und wir haben das 2011 gemacht und schreiben diese Tradition fort. Es gab da einen großen irischen Gewerkschafter, Jim Larkin, der einst den Spruch prägte, erstmal auf Englisch, "The great only appear great because we are on our knees. Let us rise." Die Großen der Welt, sie erscheinen uns nur groß, weil wir auf den Knien sind. Lasst uns aufstehen! Die Charité ist aufgestanden. Die Charité steht. Ihre Beschäftigten stehen den 9. Streiktag auf unverändert hohem Niveau. Tausende Operationen, mehrere, über 20 Kopfschleppschließungen und ein stabiles Sockel von bestreikten 1000 Betten. Das seid ihr, das sind wir, das ist unsere Macht, die wir diesen Leuten da entgegensetzen. Gehen wir heute aufrechten Hauptes nach Hause und in den 10. Streiktag. In Gedanken sind wir jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen der Verhandlungskommission, die da womöglich um Punkt und Komma ringen, um Formulierungen, die Auszeit nehmen, die schwitzen, die leiden, die sich leidenschaftlich auch mal streiten. Seien wir symbolisch bei ihnen und rufen ihnen hier nochmal zu. Ich hoffe, es wird hier ein bisschen gefilmt und fotografiert. Mehr von uns ist besser für alle. Mehr von uns ist besser für alle. Mehr von uns ist besser für alle. Vielen Dank. Damit sind Demonstration und Kundgebung beendet. Kommt alle gut rein oder kommt zurück in die Streiklokale.